St. John, mach das Tor hier auf. Spricht Mark Copeland für Deacon St. John. Ich bin vor zwei Sekunden bei dir weggefahren. Was gibt's? Wollte mich nur melden. Ein paar von meinen Männern waren neulich auf dem O'Leary Mountain. Haben dort ein Versteck gefunden, in einem Waldarbeiterwachturm. Ach was. Hatten wir das und die Unterhaltung nicht gerade schon? Gesagt. Soll verlassen gewesen sein. Tja, aber wer da auch lebte, hat ein Bike gehabt. Das Ding ist wohl in einem Top-Zustand. Was du nicht sagst. Ja, Mann, aber es kommt noch besser. Als sie heute wieder darauf fuhren, um das Ding abzuholen, war das Bike weg? Das ist doch wirklich seltsam. Cope, das ist alles wirklich faszinierend, aber... Jetzt wart's ab. Das Beste kommt doch erst noch. Sie sagen, dass das Bike aussah wie das, was Boozer früher immer fuhr. Okay, nochmal von vorne, Cope. Ihr seid also hoch zum O'Leary Mountain und habt da anscheinend Boozers Bike gefunden, ja? Und das Erste, was ihr denkt, ist, hey, warum fahren wir nicht zurück und stehlen es? Bergen, Deke, Bergen. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe mich gefragt, was wohl mit Boozer passiert ist. Manny sagt, er hat ihn schon eine Weile nicht gesehen. Keine Ahnung, Corp. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann sag ich ihm, dass du ihn vermisst. St. John Ende. Zwei Freaker gegen zwei Wölfe. Das sind aber sogar Bleacher, oder nicht? Weil die so weiß sind? Das sind sogar die Heftigen. Oh. Deacon, hörst du mich? Ja, Eddie, was gibt's? Könntest du mal auf der Krankenstation vorbeikommen? Stimmt was nicht? Nein, ich muss nur mit dir reden. Ah, ja, okay. Du hast übrigens zwei... Nee, alle, das passt schon. Schon was. Alles gut, alles gut. Aber vielen Dank, dass du das Bescheid sagst. Okay, wir müssen weitermachen. Ich wollte gerade mit der Main Story weitermachen, jetzt müssen wir umdrehen. Neuer Storystrang. Das ist kein Leben. Vielleicht der einzige. Suche Eddie bei der Krankenstation des Lost Lake Camps auf. Alright. Also an der Stelle möchte ich wirklich mal mich darüber echauffieren, wie unfassbar dämlich... Deke, hier ist Tucker. Komm vorbei, ich habe Arbeit für dich. Tuck, hey, okay. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Gegen Ende. Diese Sachen hier gemacht sind. Du fährst gerade in einem Camp weg, du bist zwei Sekunden weg, du kriegst den Spruch, du kriegst das, den Anruf quasi. Ey, du musst das und das machen, komm vorbei. Dann kommst du da hin und dann kriegst du nicht mal das, was dir versprochen würde. Also übersetzungsmäßig ist dieses Spiel... Ich weiß nicht, da muss irgendwo ist da eine gewisse Diskrepanz, ne, mit der wir uns da rein in die Katze ziehen. Hey Deacon, hast du kurz Zeit? Wie geht's William? Hab ihn lange nicht gesehen. Wie es Boozer geht, wie uns anderen, Mann. Er überlebt. Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu, du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart. Sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, Eddie. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Also müssen wir uns jetzt auch noch mit den Depressionen von unserem Freund rumschlagen, weil dem Arm abgenommen wurde. Im Endeffekt ist Copeland schuld. Eigentlich sollten wir Copeland dafür... Boozer geht's gut. Er wird überleben. Ich denke auch. Also, ja... Erstmal. Boah, das wäre natürlich tragisch, ne? Ich weiß nicht, ob man sich das getraut hat. Also ich glaube zumindest, dass du dich das heute nicht mehr trauen würdest. Das Spiel ist aber auch schon 4 Jahre alt. Das, Suizid Teil davon sein lässt, von so einem Spiel, von der Geschichte. Ja, I don't know, was machen wir jetzt nächstes? Wieso fahre ich immer so zielstrebig los, als wenn ich wüsste, was ich vorhabe? Unsinn. Ich muss arbeiten, besuche Boozer am Lost Lake, okay. Entschuldigung, wie bitte? Besuche Boozer am Lost Lake? Ach, auf der Lost Lake Farm, okay. Ja, das können wir machen. Weil da können wir hinreisen, schnell. Und das tun wir. Sind wir aber nicht... Lost Lake ist doch das Camp, an dem wir sind, oder nicht? Eigentlich. Benzin, was hast du noch? 53?
Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, weil Boos am Arbeiten ist. Lol. Ja, okay, dann mal gucken. Die haben eine eigene Farm. Geguardet von Heavy Duty. Ein schönes Farmhaus. Als die Welt noch in Ordnung war, war das bestimmt ein schöner Fleck. Ich muss arbeiten. Okay. Mit einer Hand. Bruder, weiß ich jetzt nicht. Das sieht schon asozial aus. Boosman, wie geht's dir? Ich hab mächtig Spaß. Traumhaft hier. Okay. Bis bald. Come on. Dafür bin ich dahin jetzt, oder was? Denk daran, dass du sie richtig tief eingraben musst. Wie wäre es denn mal für das Spiel, wenn es da mal zwischendurch mal wieder eine Mission Boosa zusammen gäbe? Gute alte Zeiten oder so. Das, keine Ahnung, baust ihm irgendwie eine Einhand-Schrotflinte oder so, die er dann auch mal ein paar Freaker mit umlegen kann. Ein paar Bripper oder sowas, ein paar Sacknasen, weiß ich auch nicht. Damit er nicht immer so traurig sein muss. Das ist doch blöd, das ist doch öde, das ist doch scheiße. Aber sieht ultra cool aus. Alter, sieht das cool aus. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Etwa einen Monat bevor alles begann, schrieb ich in meinem Newsletter... Halt doch einfach dein Maul, Copeland. Also Copeland labert echt am meisten Scheiße. Okay, wir sind wieder als Kopfgeldjäger gebucht. Hey, Eddie, hörst du mich? Deacon, ich höre dich. Okay, also, ich glaube nicht, dass es ihm so gut geht. Eier geprellt. Keine Ahnung, ich mache mir echt Sorgen. Ich mir auch. Als er hier war, war er irgendwie wütend, deprimiert. Hör zu, ich hab ihn im Blick, ja? Ich werde schon aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Ich werde mein Bestes geben. Entschuldigung. Gut, mach das, Deacon. Das bedeutet ihm viel. Krankenstation Ende. Ich dachte, wenn sich ein paar Leute vorbereiten, diejenigen, die mir wirklich zuhören, dann könnten wir vielleicht überleben, wenn schließlich alles über uns kollabierte. Aber es hörten weniger zu als gehofft. Jetzt gehen diese Vorräte aus und die Leute kriegen Hunger. Kennt ihr noch die Parabel von der Ameise und der Heuschrecke? Tja, wir Ameisen, die auf eine dunkle Zukunft vorbereitet waren. Wir checken gut aus, was das blaue Fragezeichen ist. Hey, Arschloch! Schnapp dir das Schwein, hat sie erwischt! Das war's für sie! Jemand ganz! Keine Ahnung. Die Fischbestände nehmen ab. Das Wild wird immer seltener. Wann habe ich das letzte Mal einen Bock oder einen Reh gesehen? Aber ich sage euch dies. Wir werden nicht gegeneinander kämpfen. Auf keinen Fall. Die haben straight up einen Hund getötet. Das werden wir niemals tun. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, paranoider Schwachsinn. So wie ich das sehe, haben sich die Heuschrecken beim letzten Mal bis an die Zähne bewaffnet, eine scheiß Ameisen gekillt und alles mitgenommen, was ihr hattet. Also, wenn du schon Parabeln erzählst, dann erzähl sie doch einfach richtig. Ich höre dem schon gar nicht mehr zu, Bruder. Copeland ist wirklich so eine Flatterpfeife, ne? Da brauchst du auch wirklich nicht zu hören. Da kommt nichts Wichtiges bei rum. Und dann hasse ich den wieder am Telefon. Und dann, ne, wieder Copeland. Du hast doch keine Ahnung. Rastet der wieder aus. Und dann gleich wieder ruft er mich an. Hey, komm ins Camp. Wir sind beste Freunde. Und dann sage ich auch noch, jupp, easy, bin sofort da, bis gleich. Ganz, ganz komische Dynamiken. So zwischen den Beziehungen, in den Beziehungen miteinander. Und damit hallo und herzlich willkommen zur, ich schätze, 44. Folge vom großen Days Gone Let's Play hier auf. Ist okay, ich mache auf. Usa, bist du da? Microsoft Gaming. Ja, wie geht's dir, Mann? So wie immer. Jagst du immer noch Hubschrauber? Ja. Schon rausgefunden, was die vorhaben? Keine Ahnung. O'Brien scheint die Wahrheit zu sagen. Nero ist hier draußen auf Feldmission und studiert die Freaks. Keine Ahnung warum. Hey, ich muss langsam los. Schizo war hier, hat mich zum Latrinendienst verdonnert. Sag Schizo, er soll Scheiße fressen. Ich werd's gerne ausrichten. Bis dann.
Siehst du so, dann gerade noch in der Mission reden wir darüber, wie schlecht es Boozer geht. Ich spreche mit der Krankenstation, wir machen uns zusammen Sorgen. Oh nein, wie geht's weiter? Und dann ruft er mich an. Klingt eigentlich relativ normal und es wird auf jeden Fall auch nichts angesprochen von dem, was man woanders irgendwie mal besprochen hat. Es ist einfach auch, es ist seltsam ein bisschen. Seid ihr so, wie es ist. Was kann ich noch für dich tun? Ich brauche einen großen Knopf, mit dem ich die ganze Munition immer auffüllen kann, bitte. Das kannst du draußen gebrauchen. Hier. Das kann ich draußen gebrauchen, hast du recht. Brauchst du noch was? Medikit, ne, ich glaube, das war's erstmal. Vielen Dank. Ja, okay. Ich bin hier. Gehen rüber und fragen Tucker, was sie noch so braucht von uns. Oma, wie ist mit dir? Deke, wir haben hier ein echtes Problem. Nämlich? Erinnerst du dich an Richard Marston? Klar, John Marston, der Großvater. Du meinst Mega-Arschloch Marston? Ja, ich erinnere mich. Ich dachte, Alkai hätte ihn weggejagt. Hat er. Aber das hat Marston wohl nicht gepasst. Er schloss sich ein paar Driftern am Black Crater an. Sie überfielen einen Versorgungstrupp. Es gab 3 Tote. Ach, verdammt. Ich hab diesen Scheißkerl nie gemocht. Ich kümmere mich um ihn. Danke, Deke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Bitte sag nicht, dass du ihn lebendig brauchst. Vielen Dank. Dann kümmern wir uns ganz schnell darum. Na, dann macht man's halt schnell. Ja, dann kümmert sich halt man. Kümmert sich man halt schnell. Kümmert man sich halt mal schnell, will ich sagen. Ein neuer Tag. Eine neue Folge dieser tollen Reihe auf dem Kanal von des großartigen Channelit Crossness. Welch Freude. Thomas Schäfer, auch an der Stelle wieder vielen Dank für deinen netten Kommentar. Check. Achso, wir müssen erst den Tank wieder voll wichsen. Was kann ich für dich tun? Joe Rogan? Hey, Sunny. Sauber bei dir? Kannst du mir bitte einmal den Tank voll jointen? Wo hast du mein Biken gestellt? Darüber, okay. Müssen wir weit fahren? Ich zahle das Doppelte. Fahr los, um einen Kopfgelddieb für Tucker zu erledigen. Ein Kopfgeldjob, meine ich. Neue Gefilde. Freunde, da waren wir noch nie. Map vergrößern. Moment, pass auf. Ich habe echt ganz schön krassen Durchfall. Seitdem ich angefangen habe. Hörst du mich? Es gibt wieder Arbeit. Nee. Ricky. Nee. Ja, okay. Lass mich doch mal in Ruhe. St. John Ende. Also wirklich, ich bin die ganze Zeit hängig in irgendeinem Camp rum und immer sobald ich raus bin, werde ich gecallt. Ich kenne jetzt die Story von diesem Spiel nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, okay, dass... Rick, Arschloch Marston. Wo zum Teufel steckst du? Meine Ansprechpartnerin aus doch irgendwo hier draußen. Iron Mike's Camp. Tucker, ich bin da. Dieser Marston hat eine ganze verdammte Armee versammelt. Wieso haben wir das jetzt schon mitbekommen wieder? Überrascht mich nicht. Er ist schon immer mit den Dreckskerlen in der Außenwelt gut klargekommen. Soll ich Alkai schicken? Nein, geht schon. Na, was hatte er bei diesem Überfall für Klamotten an? Das gleiche wie immer. Einen schwarzen Mantel, knielang, Cowboyhut. Deke, bring mir seinen Hut. Oh. Je mehr Löcher drin sind, desto besser. Okay, also läuft er rum wie ein Arschloch. Sein John Ende. Oh, Scheiße, wo kommen die denn her? Scheiße, fast leer. Fighten die jetzt gegeneinander? Oder fighten die jetzt einfach alle gegen mich? Was ist jetzt hier los? Was beobachten wir hier? Also doch gegen mich. Und dafür haben wir jetzt keine Munition mehr. Ich möchte einmal kurz darauf hinweisen. Habt. Whoop. Wer war er denn? So aus wie Kanye West. Ich habe jetzt keine Munition mehr hier für sich, das ist richtig. Warte mal, du Sacknaht, Alter. Ich habe im Dings Munition. Ihr seid am Arsch. So, ich sehe 5 Lichter, das heißt, hier sind mindestens noch 5 Brüder unterwegs. Sehr schön. Das Hauptziel ausgeschaltet. Renn, du Arschloch! Komm schon.
schöner Schulterschuss. Mitten in den Lungenflügel. Hallo. Doch. Ich dachte gerade, er wäre vielleicht gar kein. Ich hab's mich verguckt. Das ist gut. Das ist gut. Woher kamen denn gerade die beiden Boys auf den Bikes von hinten? Was war das denn für eine Szene? Bisschen Krach machen. Jetzt ist ja egal. Hä? Jetzt können sie mir ja nichts mehr. Würde ich gerne aufheben und in die Bärenfalle reinschmeißen, den Bruder. Es ist auch wirklich immer schwer zu, also wenn man noch nicht an dem Camp war, ein Verständnis dafür zu haben, wie weit man mit dem... Oh, ich höre Zombies, ich hole mal lieber mein Bike. Wie weit man mit dem Bike vorfahren darf, ohne dass sie einem dann hören. Weil sobald die einen hören, rennen die wie Psychopathen auf einen los. Noch ein bisschen Maurerpfeffer eingesammelt, der kommt auch immer ganz gefährlich. In einer guten Maurerpfeffer-Bouillon. Wo zum Fick? Ich hab mein Bike hier rübergefahren. Oh Mann. Nee, dann ist eigentlich auch schon wieder safe. Hier ist in Ordnung. Ich renne gleich selber noch in die scheiß Bärenfalle. Ich seh's doch. So. Den Loot lassen wir uns jetzt natürlich nicht entgehen. Das wäre ja dumm. Hier hoch. Très bien, ein bisschen Schrott. Können wir irgendwas reparieren, neu machen? Leider nicht, hä? Ich hoffe, dass jetzt keine Horde ist. Es hört sich nicht nach einer Horde an eigentlich, aber... Hier ist natürlich auch ein schöner... Wie so ein Kessel, ne? Ein schöner Pit. Wenn die hier alle runterkommen, habe ich ein Problem. Allein für diesen Hut verdienst du den Tod, du Arschloch. Lief den Cowboy-Hut ab. Würde ich gerne, aber dann soll er den doch auch abziehen. Was soll das denn? Gut, dann okay. Nicht. Okay. Wilde Gegend hier. Wir fahren einmal kurz bergauf, wenn wir noch ein bisschen Sprit haben. But I believe we do. Ja, ja, easy. Wir fahren einmal kurz bergauf. Mal gucken, was da oben ist. Das könnte eine schöne Aussicht auch sein. Und schöne Aussichten sind schöne Aussichten. Ach, da ist ja noch einer. Ein Ripper-Camp. Gottverdammter Ripper. Wo kommst du denn her? Jetzt ist hier direkt nahtlos, geht's jetzt in Camp über? Das ist gut. Oder we oder war. The fuck's going on? Wirklich. Ich habe nur zwei Schuss, aber... Ha, was ist denn das für ein Camp? Richtig waschechtes Ripper Camp. Ja, das liefern wir gleich ab. Das machen wir gleich. Nageln wir das aus hier. Oh, ich finde diese Waffe hier richtig cool, ne? Mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Vielleicht hätte ich vorher ein scheiß Dings draufsetzen sollen. Ja, scheiß drauf oder nicht, ist auch egal. Jetzt weiß ich nur nicht, wie das Spiel funktioniert. Ob die sich das jetzt merkt für nächstes Mal, wenn ich hier bin? Oh, ich habe noch einen Schuss gehabt. Scheiße. Ja, das war's jetzt. Ja, ist mir auch egal. Wir wollten ja eigentlich nur mal luschern. Jetzt machen wir uns wieder zurück zum Camp, holen uns kurz unsere Punkte und unsere Bezahlung, könnte man sagen, ab. Unsere Bezahlung und unser Vertrauen. Denn Vertrauen ist die Basis einer jeden sozialen Zusammenkunft. Den Rest von euch. Ja? Man muss sich auch öfter mal vertrauen. Oh, guck mal, wir haben eine Weihnachtsbeleuchtung. Mach auf. Oh, hey, mach auf. Den Typen kenne ich. Weil mich hier jeder kennt, das ist Deacon St. John, der allerechte, Freunde. Gesundheit. Joe Rogan, mach's gut. Tita, Tucker, dein Kollege ist tot.
Tag, ich habe einen neuen Hut für dich. Sehr gut. Alter, hat er sich so richtig gewehrt? Du, keine Ahnung. Zahlst Danke. Du mehr, wenn's so war? Thomas. Nein. Warum fragst du da? Mir gefällt einfach der Gedanke, dass dieser Mistkerl leiden musste, bevor er starb. Scheiße, Tacke, ich mach das nicht zu deiner Unterhaltung. Klingt ein bisschen gestört. Klingt ein bisschen gestört, aber das ist in Ordnung für uns. Ebenfalls ein bisschen gestört ist dieses Loch im Himmel. Das sieht nämlich aus wie ein Kussmund. Volle Lippen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.